und herzlich willkommen zu einer neuen Bus-Mod-Vorstellung. Warum Bus-Mod-Vorstellung? Hier und da mache ich das mal, finde ich ganz witzig. Und der scheint gar nicht so schlecht zu sein, mal jetzt abgesehen von dem hier, aber dazu kommen wir noch gleich. Denn wenn man sich die Fenster anguckt, richtig, Template, ne? Wir nehmen 460 PS, wir nehmen 6 Gänge. Und so sieht jetzt der Neoplan auch mal von innen aus. Und da gibt es dann später noch eine kleine Feinigkeit, da kommen wir zu später. Hier gibt es auch noch ein paar Skins und so, und hast nicht gesehen. Auch hier, guck mal, Drecksch. Oh, komisches, dreckiges Zeugs hier, ne? Alles ein bisschen so Skins, die man nicht kennt. Hier gibt es ein Template übrigens, ne? Wie man gut erkennen kann. Also einige Skins mit dabei hier, ne? Aber ich glaube, ich lasse den jetzt mal Metallic. So, dann kommen wir jetzt hier mal zu unserem... Was ist das? Ist mit dem Mike? Was auch immer das war. Ich muss mal anklicken. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen erstmal gucken, dass wir das Template hier wegkriegen hier, ne? Interieurlicht nehmen wir rot. Weil wir haben hier immer noch von der Scheibe her das Template drin. Mal gucken, wo das hier. Ach, guck hier, da ist es doch. Muss man nämlich wissen, ne? Ach ja, genau, da ist es. Da seht ihr dann praktisch das komplette Template von der Scheibe. Das heißt, ihr könnt dann auch auf der Scheibe skinnen und so, wer es kann. Genau, aber ich lasse das jetzt einfach mal so, wie es ist. Gut, jetzt kommen wir nochmal zu dem anderen Anbaupunkt hier. Ach, das ist so eine Jalousie, ne? Ah ja, guck an. Gut, so eine Art Jalousie ist das. Und hinten aber dann nochmal hier, warte mal. Ach, Özge Salat. Gut, das machen wir weg. Türkische Flagge. Interieurlicht haben wir schon ausgewählt. Dann hier nochmal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. War ich weg? Brauche ich nicht. Jetzt warte mal, das ist das. Mal gucken, wo das hier hinten ist, dass das hinten weggeht. Ach hier, genau. Das ist das Template. Ich will, dass hier nichts da steht. Ne? Einfach nur Silber. Guck mal, Telefonnummer. Keine Ahnung. Klicken wir uns einfach mal kurz durch. Das gehört praktisch zum Skin mit dazu. Dann nehmen wir einfach bloß das hier, was wurscht ist. Egal. So, dann steht irgendwas mit Istanbul. Keine Ahnung, vielleicht geht es dann von innen. Gucken wir dann gleich mal. Ach, guck mal, hier sitzen Menschen drin. Ist doch hübsch. Hier steht dann, wo es hingeht. Nach Izmir oder Buxtehude oder keine Ahnung. Ankunftszeit. Ach ja, das ist gut. Das ist hier so, ne? Das ist doch, das können wir lassen. Was haben wir hier noch? Ach, gibt es auch noch mal was? Eieieiei. Ich finde es aber gut, dass man hier so viele Möglichkeiten hat. Dann kann man hier wirklich den Bus richtig schön skinnen nach seinen Wünschen. Also jetzt theoretisch Flixbus oder dergleichen oder sowas könnte man hier voll drauf schustern. Coole Sache. So, was gibt es hier noch? Ach, Kennzeichen, gut. Die lassen wir jetzt mal weg, weil... Kann ich die wegmachen? Jetzt kann ich sie nicht mehr wegmachen. Ja, ich lasse einfach mal so, was egal ist. Kennzeichen, genau. Und dann haben wir hier Schmutzlappen, Reifen und Felgen sind hier inklusive. Was haben wir hier noch? Ach, Länderaufkleber. Das ist doch hübsch. Das kann man lassen. Was haben wir hier noch? Auch irgendein Symbol. Moment, was haben wir hier noch? Keine Ahnung, sieht man nicht. Ach, guck an. Also hier kannst du die Klappe aufmachen, indem dass du jetzt hier das anklickst. Macht aber eher wenig Sinn, weil es vielleicht eher gut für Screenshots, aber dann beißt es schon aus. Komische Anhängerkupplung oder was auch immer. Tückenzeichen. Was haben wir hier noch? Kleiner Schmutzfänger. Und hier noch so eine kleine, ja, Chromleiste. Obendrauf. Spoiler. Wir brauchen Spoiler auf dem Bus. Liebe Leute. Braucht kein Mensch. Gut, ich glaube, dann sind wir jetzt erstmal so weit durch. Was haben wir hier noch? Ah, hier mal noch ein paar so Aufkleber. Die Aufkleber finde ich gar nicht so schlecht. Die finde ich ganz cool hier. Die sehen ganz gut aus. Ne? Thunderbird hier. Wow. Dann gehen wir mal ins Interieur rein hier. Dann sieht man es ein bisschen besser, wann hier. Hab hier noch ein paar Slots. Da kann man ein bisschen was hinstellen. Wie auch immer. Genau, das war die Uhr hier. Lenkrad bleibt jetzt hier mal gleich. Und dann, glaube ich, sind wir schon durch. Die Hanswursten sitzen hier schon im Bus. Starten wir mal den Hobel. Gut. Also, was kann man sehen? Ein Bus mit Leute. Ich gucke jetzt mal, ob hier was funktioniert. Ach, hier. Guck mal hier. Die Scheibe geht schon mal auf hier. Oh, falsche Taste. Also ist jetzt hier die Außenscheibe, ne? Also das F-Mod ready und... So, und jetzt bin ich mal gespannt, dann was passiert, wenn ich das rechte Fenster aufmache. Oh, geil! Jetzt kommen wir Richtung Bus-Simulator hier. Guck mal, geht auf. Guck mal. Juhu.
Alter, jetzt wird's mal interessant hier. Oh, wo ist hier was? Schön. Kann ich mit offener Tür fahren? Schon, ne? Handbremse raus. Aber sonst sieht's ja cool aus hier, ne? Normal pfeift er, wenn die Tür auf ist. Ne? Schade, dass hinten nicht aufgeht. Aber egal, dann machen wir wieder zu, das Ding. Coole Sache. Also das ist mal sehr, sehr, sehr toll umgesetzt hier. Kommen wir zum Lichttest. Also, Tagfahrlicht hat das, sieht man ja. Dann nochmal Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Gucken wir mal. Also, Positionsleuchten. Dann hinten am Heck haben wir Rückwärtsgang, Bremse, Blinker. Alles da, wo es sein soll. Das funktioniert auch ganz gut. Auch hier. Gut, hier haben wir einen leichten lila Schimmer, warum auch immer. Aber das Dashboard funktioniert. Dann haben wir eigentlich noch ein Interieurlicht. Das habe ich ja schon ausgewählt. Sieht man es von außen ein bisschen? Ja, ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen kann man sehen. Ansonsten sieht es eigentlich ganz cool aus, finde ich. Guck mal, da läuft sogar Fernseher hier. Irgendwas läuft hier. Sieht nach Bingo aus oder sowas. Keine Ahnung. Türkisches Bingo. So, cooler Neoplan Bus auf alle Fälle. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Endlich mal ein Bus, den man gut nutzen kann. Auch sehr schön, wie das Automatikgetriebe hier funkelt. Wir gucken jetzt mal ganz kurz den Scheibenwischer, ob der von außen geht. Vielleicht auch noch ganz wichtige Sache. Ja, hier sieht man es. Auch das funktioniert. Gut, die Scheiben muss man, den Spiegel muss man vielleicht noch einstellen, das stimmt hier nicht so ganz. Aber ansonsten ist der echt gut, der Bus. Mit Tür aufmachen, Fensterscheibe runter, F-Mode ready, Interieurlicht, Template. Also hier kann man skinnen, en masse auch die Scheibe. Also finde ich echt gut. Ist echt nicht schlecht. Er zeigt auch die richtige Geschwindigkeit an. Wir fahren ungefähr 60, 64, 65, das passt sogar. Tolle Sache. Kann man echt mal Bus fahren hier. Cool. Tja, was kann ich hier noch erzählen dazu? Nichts mehr, denn soweit habt ihr alles gesehen. Es funktioniert auch soweit alles, außer hier der Spiegel. Das ist das einzige Manko an diesem Mod, der Spiegel funktioniert nicht. Die beißen sich ein bisschen, ne? Man kann es gut erkennen hier oben. So wie den rechten Spiegel, den kannst du ein bisschen knicken. Ne? Ansonsten echt guter Mod, vor allem mit der Scheibe und mit der Tür aufmachen, das hat schon was, ne? Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Gut, habt ihr noch Fragen dazu? Einfach kommentieren, ansonsten Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen. Und dann wünsche ich viel Spaß mit diesem Neoplan-Bus. Echt cooler Mod, also ist echt nicht schlecht, nicht von schlechten Eltern. Gut, da wisst ihr Bescheid. Falls Fragen sind, einfach kommentieren, ansonsten lasst einen Daumen da. Bremsen tut er gut. Zu gut. Zu gut. Verdammt. Ansonsten, ja, wisst ihr Bescheid. Macht's gut, bis bald und ciao. Voll abgeschmiert hier, ey.